Und weiter geht's. Jetzt an der Ostfront im heutigen Russland und im ehemaligen Sowjetunion. Und wir dürfen uns mit dem Kampf gegen Partisanen beschäftigen. Eine sehr unerfreuliche, nervende Tätigkeit, die sich aber nicht vermeiden lässt, denn wenn wir uns diesen Partisanen nicht stellen, nicht gegen die kämpfen und die nicht loswerden, dann werden die dafür sorgen, dass wir unser komplettes Hinterland verlieren. Abgesehen davon unterbrechen die unsere Verbindung, wie man jetzt hier gerade sieht, denn ich kann jetzt diesen Schienenstrang nicht nutzen, beziehungsweise nur bis hierher, weil die Partisanen dort sitzen. Das ist richtig ätzend, denn eigentlich möchte ich Truppen hier rüben hinbringen. Also es ist wichtig für uns, dass wir genau jetzt die Partisanen loswerden. Ich fange damit mal an und hoffe das Beste. Ja, 5 ist gut. Dann haben wir sie jetzt von hier weggejagt. Jawohl. Das bedeutet, unsere Züge können wieder durchfahren, so wie geplant. Und können zum Beispiel Truppen bis nach oder fast nach. Mann, das geht noch nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Brückenpioniere möchten wir abziehen. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Die Einheit möchten wir jetzt hier hereinbewegen. Genau, die Jungs möchten wir ausladen. So, nach Leningrad. Bei Gelegenheit auch gleich ein bisschen auf die Marat feuern. Und jetzt kann ich die neuen Einheiten von hier drüben lang schicken. Bis nach, ja, doch nicht ganz bis nach Riga kommen sie. Sie kommen bis nach, doch bis Riga, Entschuldigung, sie kommen nicht bis nach Tallinn. Das war's. Es gibt ja dann wieder eine Menge Lücken, die da drüben zu stopfen sind. Das ist halt die Aufgabe dieser Einheiten. Jetzt überlege ich natürlich schon wieder, was mache ich mit denen? Nehme ich sie weg oder ziehe ich sie auf den Balkan, um auf dem Balkan ein bisschen zu kämpfen? Ich habe hier eine Einheit, hier eine Einheit, hier eine Einheit, da eine Einheit, da eine Einheit, da eine Einheit. Ah, überall brennt es. Wir können aber nicht überall gleichzeitig sein. Das ist es halt. Die hier unten loszuwerden, könnte ein Problem darstellen. Jetzt machen nicht die Partisanen komplett. Bewege ich diese Infanterie im Zug weiter. Könnte jetzt hier reingehen, aber dann wäre ich natürlich angegriffen in meinem Zug und dann, ja, das geht nicht gut aus. Frag mich nur, wo die hier hinten hergekommen sind. Auch aus dem Sumpfgebiet, oder? Wir machen es mal so. Bewegen die mal zu Fuß weiter. Sorry für das Rumgehopse, aber ihr seht ja, es ist ein bisschen Not am Mann, deswegen muss ich das machen. Die bewege ich mal hier hin, lade ich nächste Runde aus, dann können sie die Partisanen angreifen. Und meine Jungs bei Warschau nehme ich nicht weg. Und es ist ja hier drüben nirgendwo was. Also die kann ich nicht auch noch abziehen. Das geht nicht. Britischen Halifax sind Riesenmaschinen. Vier Motoriker, schwere Bomber, die hier in unserem Gebiet rumdümpeln. Ja. Partisanenjagd. Eine zerstört. Hier haben wir Truppen hinbewegt. Hier unten haben wir Truppen hinbewegt. Dann würde ich sagen, das kümmern wir uns gleich drum, soweit wir die Heeresgruppe Mitte machen. Jetzt sind wir aber erstmal hier auf der Krim. Die bekommen gar nichts. Die bekommen Verstärkung. Das muss ich machen. Das ist ja jetzt hier richtig fürchterlich. Ich habe ja überhaupt gar nichts mehr an komplett neuen Einheiten da. Oh, die haben sich über die Landbrücke zurückgezogen. Das geht. Aha. Okay, hab ich nicht gewusst. Sowas wie diese Einheiten kann ich auch benutzen zur Partisanenjagd. Mal gucken. Und feuern wir mal auf die Stadt. Reparieren dann unsere Truppen. Und können dann eine von den beiden auch noch mit hier rüberziehen. Die Motor 10 kriegt auch eine Reparatur. Und die bekommt eine Reparatur. Unsere Flugzeuge sind also wirklich einsatzfähig. Wir haben
alles geupgradet an Flugzeugen, wir haben alles verbessert an Flugzeugen, was halt so weit ging. Der hier noch nicht, sehe ich gerade. Jetzt haben wir es. Wir sind also mehr als in der Lage, dann wirklich gute Luftschläge zu verteilen, wenn es soweit ist. Gut, springen wir nochmal hier runter. Wir waren ja dabei, Novorossijsk anzugreifen. Mir war gar nicht bewusst, dass man wirklich hier einfach so rüber bewegen kann, dass es so easy peasy geht. Das finde ich natürlich erstaunlich. Die Marines hier rausjagen können. Noch nicht, aber gleich. Und da laufen sie weg. Oder geben auf. Jawohl. Stadt genommen. Die werden repariert. Die Flak ziehe ich hier hin. Die Jungs bleiben dort stehen. Da stehen sie gut. Später werde ich aber die Einheiten Verteidigungslinie eher hier so lang ziehen. Jetzt stehen wir zumindest vor dieser Festung und die Festung ist zusammen mit den Resttruppen hier drüben dann das Einzige, was uns hier die Verbindung verwehrt. Es sieht also gut aus. Wir können auch ein paar von den einen dann hier rüberziehen. Soweit, so gut. Wir haben hier eine 7-5er Pack eingesetzt. Das war ja auch der Plan. Und ich müsste bloß überlegen, wo ich die hinstelle. In der Stadt ist ja theoretisch. Machen wir das mal so. Die Pack kommt dahin, die Infanterie geht rein. Die bleiben da stehen. Wird verstärkt. Die ziehe ich ab. Halt gucken, dass uns hier keiner in den Rücken fällt. Rumänische Gebirgsjäger. Ziehen wir hier runter, wo auch Gebirge ist. Der kleine Panzer ist mehr so ein. Naja, wir gucken mal, was hier in der Mitte passiert. Der fährt da so rum. Kann nicht wirklich was reißen. Die Jungs sollten hier eingepackt werden und sind auf dem langen, langen, langen Weg nach Griechenland. So uns nicht unterwegs irgendwo die Schienen unterbrochen werden. Jetzt sind sie erstmal nach Plovdiv gefahren. Weitere Einheiten bewege ich jetzt hier vor. Das ist die Pack, die bewegen wir auch hier aus der Stadt raus. Die soll ja russische Panzer abwehren helfen. Unsere Panzer sind fast leer gefahren, sehe ich gerade. Das müssen wir ändern. Die brauchen natürlich auch jede Menge Sprit bei diesem Wetterchen. So. So. Zumindest erstmal fürs Erste so rum. Nicht ideal, aber auch schon leer. Krass. Also der Spritverbrauch, der ist übelst hoch. Was machen wir hier? Gar nichts weiter. Wir halten nur die Stellung. Wir bringen den Panzer in Ordnung. Hier müssen wir jetzt ein bisschen gucken, was mit diesen plötzlich auftauchenden Partisanen ist. Die sollen sich mal zügig verpissen. Muss ich auch noch überlegen, wie ich das am besten handle. Die kommen hier in die Stadt rein. Sind irgendwie verteidigt. Die werden aufgerüstet gegen Grenadiere. Upgrade. Pack ziehe ich langsam hier hin zurück. Bekommt Munition. Bekommt Munition. Ja, stehen dort gut. Ich schaff's nicht mal, ein paar Partisanen zu zerstören. Oh mein Gott. Nicht mal das. Hier ist eine Panzerdivision ausgerückt zur Partisanenvernichtung. Wir gucken, ob hier noch mehr stehen. Nein, scheinbar nicht. Na, immerhin. Man könnte die Panzer 3 nochmal verbessern. Es gab ja noch ein besseres Modell. Aber dafür müsste ich sie in der Stadt ziehen. Das ist jetzt gerade nicht so günstig.
Wir bleiben aber bei dieser Linie. Den möchte ich gerne später noch wegnehmen. Da muss dann aber eine andere. Nein! Mann. Da muss dann aber eine andere Einheit hin. Irgendwas muss hier stehen. Das geht so nicht. Denn da sind mir ein bisschen zu viele Panzer an dieser Stelle zumindest. Hier sehen unsere Linien gut aus. Kann man sagen. Die sollten alle halten, da habe ich keine Bedenken. Aber sie fallen jetzt natürlich in die Flanke. Das ist wieder ein bisschen doof. Muss mal halt gucken, wie wir die abwehren können. Oh, das hat super funktioniert. Das hat richtig wehgetan. Gleich hinterherfahren. Vielleicht am besten lieber gleich vernichten. Hat natürlich nicht funktioniert. Mal so, ja. Man hat mal Pech, man hat mal Glück. Die gehen dahin, die gehen dahin. Da fehlt es uns wirklich an Truppen, die wir ja ranführen wollen, aber was halt unterbunden wird ein bisschen durch diese Partisanaktivitäten. Was machen wir hier oben? Unsere Flugzeuge stehen alle um den Flughafen herum. Da muss ich nichts machen. Okay, das habe ich schon getan. Jetzt sollten wir ein paar Truppen hier wegziehen. Und zwar haben wir ja gelernt, dass das keine Infanterie ist, aber das ist Infanterie. Und wir bräuchten aber irgendwas, was hier so ein bisschen rumscoutet. Ich bringe trotzdem auf jeden Fall die Brückenpioniere ein bisschen nach Süden. Besser ein bisschen Verteidigungskraft als gar keine Verteidigungskraft in irgendwelchen Städten. Und feuern weiter auf die Marat. Ja, auf dieses Mistding endlich mal loswerden. Nein, nicht, du sollst dorthin nicht hinfliegen. Du sollst dorthin gehen. Mal gucken, ist da jemand? Nö. Hier ist jemand. Ah, ich weiß, es ist nicht die feine Englische. Ich würde halt gern meine finnischen Verbündeten retten. Das wäre mir schon ganz recht. Haha, wir haben die Marat versenkt. Sehr schön, mit einem Flammenpanzer. Wahrscheinlich ein Magazin an Bord in die Luft gejagt oder irgend sowas. Super, da sind wir das Ding endlich los. Das gefällt mir. Sehr schön. Gut, dann haben wir hier drüben keine Feinde mehr. Das sind nur Seeminen und ein U-Boot. Die würde ich nicht als Feinde zählen. Also nicht aktive Feinde, die uns irgendwas tun können. Und jetzt können wir wirklich unsere Einheiten einsetzen, um hier dazwischen mal diese Lücke zu schließen oder alles zu vernichten, was hier noch an Einheiten ist. Die haben sich zurückgezogen, von hinten hat sich jemand zurückgezogen und die gibt es. Also Minimum 3 Infanterie-Divisionen, Schützendivisionen und eventuell hier oben noch eine. Das muss weg. Dann haben wir hier drüben Ruhe. Und dann könnte man drüber nachdenken, halt nach Wolodka zu ziehen. Später. Ich will es erstmal nur hier dicht machen und auch die Infanteristen der Finnen schön verteilen hier in diesen Wäldern. So von mir aus hier hin, hier hin, hier hin. Nur, dass die so eine leichte Linie bilden. Und dass ich hier so eine, nein, Schutz habe halt, ne? Mal gucken, ob das so gelingt. Hier geht der Ärger halt los. Man sieht's. Einmal, zweimal, dreimal Infanterie, die wir nicht so richtig abwehren können. Klar, ich könnte mit den Grenadieren aus der Stadt rausziehen, um die anzugreifen, aber ich stehe hier verschanzt und alles. Da wäre ich ja doof. Und die Russen, das wäre eine Variante. Die Wehrmacht hier hinziehen? Nee, ach Quatsch. Schade, dass ich die nicht einfach switchen kann. Die bewegen und die bewegen. Einfach so drehen. Das wäre perfekt. Geht nicht. Geht halt nicht. Naja, da müssen wir halt einfach warten, bis mehr kommen oder nächste Runde halt ein bisschen auf die Flugzeuge hoffen, dass die was reißen. Hab ich noch irgendwas vergessen? Die haben alle das bekommen, was sie wollten.
Das ist eine Idee, Stuttgart, da kann man nichts tun, dass ich mich immer, das ist dieses, wir spielen zwischendurch andere Spiele, wie gesagt, dann verklickt man sich ständig. Ich gehe es mal nochmal durch, glaube aber, haben jetzt nichts weiter zu tun. Gut, dass ich zumindest diese Secure-Infanterie-Einheiten schon mal bereitgestellt hatte. Wenigstens was. Richtig glücklich bin ich trotzdem hier nicht. Ah, genau, wir wollten hier unten noch was tun. Wir haben ja die Jamas-Infanterie in Alexandria und da wollten wir eigentlich was Besseres haben, denke ich mal. Ich könnte sie verlegen, ein Landungsboot und hier drüben einfach anlanden lassen. Aber irgendwo hier sind auch noch Einheiten der Briten, die das nicht so gut finden. Deswegen machen wir aus denen jetzt einfach mal Grenadiere. Ich weiß gar nicht, warum das Ding so viel teurer ist. 30 Punkte. Was kann denn das mehr? Mehr Sprit hat's. Mal ein Upgrade. Noch irgendwas? Die bleibt so, wie sie ist. Die Flak bleibt. Die Fallschirmjäger könnte man verladen. Aber es gibt noch momentan keine von Notwendigkeit. Außerdem kann ich momentan auch nur die eine Einheit verladen. Nee, jetzt, ja genau, weil die habe ich neu reinbewegt in dieses Gebiet. Deswegen ist das Quatsch. Die bleiben wie ewig, wie eh und je, bleiben die auf Sizilien stehen. Die haben sich wahrscheinlich schon dort Bräute gesucht und eingeheiratet. Weil kämpfen mussten die ja noch nicht. Die bleiben stehen, bleibt stehen, bleibt stehen. Bleiben stehen und halten hoffentlich. Ziehe ich mal noch nicht weg. Bleiben stehen, bleiben stehen. Das kleine Schiffchen, das könnte man mal zum Scouten nehmen, weil irgendwie finde ich ja hier niemanden. Irgendwo ist dieser Zerstörer, bloß wo? Halt nicht das Wort, du solltest jetzt nicht wieder zurückfahren. Die Jäger werden natürlich auch nicht bewegt. Bin echt gespannt, wie das hier weitergeht. Also, diese Partisanen, das sind schon Nervsäcke. Das geht mir schon tierisch auf den Keks. Hier könnte man nochmal ein Upgrade durchführen auf eine 8-8er für 173 Punkte. Ja. Dann ist aber auch gut mit Prestige. Jetzt mehr gebe ich jetzt erstmal nicht aus. Das heißt, hier machen wir den ganzen Spaß wieder so rum. Das muss jetzt wirklich reichen, weil so viel mehr haben wir dann einfach nicht zur Verfügung. Diese angesprochenen besseren Messerschmitt-Modelle, die gibt es noch nicht. Freue mich aber schon drauf, wenn wir die dann haben werden. So. Alles andere ist erstmal in Position, vielleicht noch nicht in der idealisierten Position. Aber ich bin auch nicht so unzufrieden. Wie gesagt, wir haben nur diese Partisanen. Meine Güte, dass ich immer wieder denselben Fehler mache. Die Partisanen haben mich halt ein bisschen gestört. Gehen nochmal kurz raus auf die Karte. Ich muss halt hier im Balkangebiet sehr aufpassen, wegen Tito und Co. Das zieht sich auch bis hier runter nach Griechenland. Da müssen wir um Obacht drauf haben. Wir müssen in dem Kerngebiet hier der Russen aufpassen, wo die Sümpfe sind, dass die uns da nicht durch die Lappen gehen. Die Einheit ist ja schon nach Süden ausgewichen. Die hier. Das ist nervig. Wir müssen aufpassen, dass uns bei den russischen Gegenständen hier keiner Truppen abschneidet. Genauso, dass hier irgendwo Gegenstöße kommen und hier Durchstöße. Das sind so die gefährlichsten Punkte momentan. Außerdem müssen wir natürlich ein Auge auf die Amerikaner haben, aber das habe ich ja. Dort geht es mehr oder weniger darum, Truppen hin zu versenden. Ich werde wahrscheinlich einen Panzer von hier verlegen nach dort, damit überhaupt eine Panzereinheit da ist. Ja, das sind so die gefährlichen Punkte, die Knackpunkte. Positiv ist halt der Übergang hier und der Vorstoß in den Nahen Osten. Ebenso positiv, dass wir diese Brücke bald übernehmen werden, dass wir halt hier auch eine Verbindung haben werden, damit die Kontrolle über das Schwarze Meer fast komplett unser ist. Dass in Leningrad jetzt gar keine Feindeinheit mehr zur Verfügung steht, die aktiv werden kann. Das gefällt mir gut, dass wir auch hier die Lücke schließen können demnächst.
Okay, ich bin gespannt, ihr sicherlich auch. Ich mache jetzt hier einen Break. Freue mich auf das nächste Spielchen. Morgen werde ich wieder was aufnehmen. Und dann lassen wir uns doch mal überraschen, ob das mit dem Wetter auch so klappt. Und ob uns noch mehr hässliche Partisanenüberraschungen oder ähnliches droht. Kommentiert, schreibt was dazu, sagt eure Meinung. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut.